Es sieht aus wie nach einem heftigen Wintereinbruch, doch das ist kein Schnee, das ist Hagel. Am Freitagnachmittag zog ein starkes Unwetter über die Stadt Reutlingen hinweg. Starkregen, heftiger Wind und vor allem Hagel. In manchen Straßen spülte es die Eismassen meterhoch an, Fahrzeuge blieben stecken, Gebäude wurden geflutet. Wie aus heiterem Himmel gab es Starkregen und dann eine ziemliche Masse an feinkörnigem Hagel. Der hat die Straßen blockiert, die Bodeneinläufe sind dadurch verstopft worden und das führte dann eben zu Überflutungen. Und in der Innenstadt hatten wir teilweise bis zu 30 Zentimeter hoch den Hagel, also es sah aus, wie wenn frisch Schnee gefallen war. Das hat dann natürlich zu einem Verkehrschaos geführt. Für die Feuerwehr etwas schwierig, weil wir mit den Einsatzfahrzeugen dann auch durch die Staus nicht mehr durchgekommen sind. Und wir hatten jetzt inzwischen über 100 Einsatzstellen, vollgelaufene Keller, durch die Wassermassen, vollgelaufene Tiefgaragen, Unterführungen, die vollgelaufen sind. Das sind wir jetzt am Abarbeiten. Inzwischen sind über 290 Einsatzkräfte der Feuerwehr Reutlingen im Einsatz. Also von der Unwettergefahr war uns so nichts bekannt. Es war schon Regen angekündigt und man konnte auch die Zelle auf dem Radar verfolgen, wie die auf die Stadt Reutlingen zukam. Es war allerdings so noch eine halbe Stunde vorher eher, hat es den Anschein gehabt, dass die Zelle an Reutlingen vorbeizieht. Allerdings hat sie dann so im letzten Moment tatsächlich noch direkt auf die Innenstadt Kurs genommen. Vor genau 10 Jahren traf eine gewaltige Superzelle die Region Reutlingen. Hunderttausende Gebäude und Fahrzeuge beschädigt, mehrere hundert Menschen verletzt. Mit 3,6 Milliarden Euro Gesamtschaden das bislang teuerste Hagelunwetter Deutschlands. Aus dieser Katastrophe haben die Einsatzkräfte viel gelernt. Wir haben natürlich seither auch weiter dazugelernt, Vorbereitungen für Großschadenslagen gemacht, uns auch speziell auf solche Situationen eingestellt, wenn es um beschädigte Gebäude geht, wenn es um Überflutungen geht. Aber man kann sich natürlich nicht explizit auf den Hagel so großflächig vorbereiten. Ja, der Sachschaden, der bleibt hoch. Doch die gute Nachricht ist, diesmal scheint es nach aktuellem Stand keine verletzten Personen zu geben. Am Abend hat man die Eismassen mit schwerem Gerät aus der Innenstadt befördert. Jetzt, am frühen Morgen, ein Tag später, liegt am Stadtrand ein Riesenberg voll mit Hagel. Aus Reutlingen, ich bin Marco Kaschuba für Wetter Online.